Jugend und Demokratie in Europa, so lautet der Slogan, mit dem die Wirtschaftsentwicklungs- und Qualifizierungsgesellschaft aus Lauchhammer nun schon zum zweiten Mal Jugendliche aus 10 Ländern in die Lausitz holt. Am 28. Juni brachten Schüler des Paul-Fahlisch-Gymnasiums Lübbenau, Yvonne Semisch aus Herzberg, Teilnehmerin an den Paralympics in Peking, und Stefan Freigang aus Hohenleipisch, Bronzemedaillengewinner im Marathon bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona, die Fackel in den Schlossgarten Lübbenau. Erinnert uns das olympische Feuer, dass wir... Dr. Sokrates Djapapas, Schirmherr der Olympiade für Toleranz und Demokratie und Träger des Verdienstordens des Landes Brandenburg, entzündete das olympische Feuer. Eine Woche lang waren rund 80 Auszubildende mit ihren Betreuern aus Deutschland und 10 europäischen Ländern in die Lausitz gekommen. Das einwöchige olympische Dorf, das diesmal in Lübbenau stattfand, war Bestandteil eines auf 3 Jahre angelegten Xenos-Projektes, das die Wirtschaftsentwicklungs- und Qualifizierungsgesellschaft Lauchhammer umsetzt. Unter dem Motto Mein Beruf setzen sich junge Auszubildende aus ganz Europa spielerisch mit anderen Jugendlichen mit Themen wie Toleranz, Zivilcourage und Antirassismus auseinander. Vor allem steht im Vordergrund einerseits der berufliche Austausch, aber andererseits natürlich auch das weiter sich kennenlernen, das interkulturelle Zusammenleben der Jugendlichen im Camp, was hier in der Nähe von Lübbenau stattfindet. Ja, und einfach Freundschaften sollen auch bei rauskommen. Also es ist eine Woche, wo gearbeitet wird, aber auch eine Woche, wo es viele Höhepunkte gibt, die in den Bereich der Freizeitaktivitäten, der Vertiefung von Freundschaften hineingehen. Unter anderem Jugendliche aus Deutschland, Griechenland, Spanien, Portugal, Rumänien, Tschechien, Ungarn und Polen nahmen an der Olympiade teil, für die man sich auch mit einem selbstgedrehten Filmbeitrag qualifizieren konnte. Hey guys, we are trainees at the City Council Lauchhammer. Hello, my name is Alexandra. I come from Ukraine. I am learning the profession of a restaurant specialist. Our vacation is very interesting and various. The company where we are learning our profession is the Hotel und Gaststätte Lauchhammer. Wir sind auszubildende Restaurantfachfrau und es ist auch ein Stolz. Wir lieben unseren Beruf und hier geht es auch um Präsentieren und unseren Beruf. Und das haben wir auch gerne gemacht, wenn wir wollten auch zeigen, wenn ist das Gastronomie, Restaurantfachfrau ist auch ein schöner und genau, dass es ein schöner Beruf ist. Schöner Beruf ist. Und viele ist halt sagen, ja, Kellner, ne, Teller hinbringen, fertig, aus, guten Appetit wünschen, hat sich genau erledigt. Aber es gehört ja viel, viel mehr dazu. Also es ist auch ein gewisser Maß an Luxus, den man den Gästen rüberbringen kann und dass es den Gästen auch Spaß macht, diesen Luxus zu genießen. Also jetzt nicht, wie gesagt, nur Teller hinbringen und fertig, aus, sondern es ist ja viel, 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 viel und man lernt immer dazu. Super, okay. Ja, und wie gesagt, ich war voriges Jahr auch dabei hier und das hat mir riesen Spaß gemacht und dieses Jahr bin ich auch riesen glücklich, wenn ich darf hier sein und ja. Prominente Gäste konnten zur Eröffnungsfeier am 28. Juni im Lübbenauer Schlosspark begrüßt werden. Unter anderem der parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Hans-Joachim Fuchtel. Ja, das Besondere ist, dass hier auch eine große Beweglichkeit drin ist. Natürlich die europäische Dimension. Die jungen Menschen erleben jetzt, dass der Lebensraum nicht praktisch am Landkreis aufhört, sondern Europa eine Größenordnung ist, mit der man sich beschäftigt als junger Mensch. Vor allem auch im Blick auf künftige Bewegungen am Arbeitsmarkt, dass man sich auch Arbeitsplätze sucht, die vielleicht in anderen Ländern liegen. Und das wird mit diesem Projekt natürlich besonders begünstigt. Auch Günter Baske, Minister für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Brandenburg, hob die Bedeutung dieser Jugendolympiade hervor.
Wir müssen ehrlicherweise sagen, dass das Konzept Tolerantes Brandenburg ein politisches Konzept war, das aber inzwischen die breite Bevölkerung in Brandenburg ergriffen hat. Also wenn irgendwo die Nazis demonstrieren wollen, ist es wunderbar zu erleben, wie die Bürgergesellschaft vor Ort aufersteht. Und wo dann gesagt wird, Mensch, da müssen wir was gegen tun. Dann gibt es ein Bündnis für Familie, die da was gegen tun und. Alle helfen, deutlich zu machen, Brandenburg ist ein Land, in dem Ausländer willkommen sind. Rechtsextremisten, Nazis haben hier nichts zu suchen. Wir sind bunt, wir sind tolerant. Also lasst uns auch so leben, wie wir leben wollen. Eine tolle Sache, die man hier erlebt. Und das Projekt, das wir hier jetzt gesehen haben, ist sozusagen so ein kleines i-Tüpfelchen auf das, was in der Region passiert ist. Junge Leute, die sich engagiert mit Italienern, mit Franzosen, mit Spaniern einsetzen, für ihre Region deutlich machen, ihr seid uns willkommen, wir brauchen euch. Wir wollen auch gerne mal zu euch kommen, wollen wir euch auch mal arbeiten, wollen wir kennenlernen, wie ihr so lebt. Das macht deutlich, es ist schon ein Europa. Man lebt hier schon zusammen. Workshops, Kahnfahrten, zahlreiche Wettbewerbe und auch ein Besuch des größten beweglichen Arbeitsgerätes der Welt, der Förderbrücke F60 in Lichterfeld, standen auf dem Programm dieser Olympischen Woche. Dort wurden Wettbewerbe durchgeführt, Mosaiksteinsetzen, Graffiti, alles Mögliche. Es wurde da eine Wanderausstellung ins Leben gerufen, die an verschiedenen Punkten hier im Oberspreewald-Lausitz-Kreis dann auch gezeigt werden kann und nachhaltig das Projekt Xenos darzustellen. Gibt es eine Art Highlight für Sie innerhalb des Projekts? Ja, ein Highlight ist auf jeden Fall oder das Highlight der sogenannte Integrationstag, der erste Integrationstag in Südbrandenburg, der auf dem Campusgelände in Klettwitz und beim Flusstor stattfindet, wo die Jugendlichen des Xenos-Projektes mit benachteiligten Jugendlichen aus der Region zusammenkommen und sich kennenlernen und über ihre Problemlagen reden werden. Und an dem Tage, also nicht nur dieser Tag an sich, ist erstmal sehr wichtig. Und an dem Tag findet aber auch eine große Abschiedsparty statt. Und vor der Abschiedsparty werden die Preise, die Prämierungen an die Sieger aus den europäischen Ländern vergeben. Also das ist eigentlich der Höhepunkt. Ein weiterer sehr interessanter Tag ist der Tag zuvor, der Mittwoch, wo ein Aktionstag in Elbe-Elster stattfindet, weil unser Projekt ist ja nicht nur im Landkreis Oberspreewald-Lausitz angesiedelt, sondern auch in Elbe-Elster. Die zweite europäische Jugendolympiade für Offenheit, Toleranz und Chancengleichheit war wieder ein voller Erfolg. Viele werden sich schon jetzt auf die nächste 2011 freuen.